So. Wir starten weiter. Ein neuer Tag. David ist schon wach. Okay. Nur die Mutter und Kind. So ein bisschen am Pennen, ne? Wie viel Essen haben wir denn noch? 25, okay. Ja, das ist ein bisschen wenig. Wenn ich mal was sehen würde hier. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Essen, ne? Beeren sammeln. Beeren gehen immer, oder? Ist gesund. Aber ich sehe hier nichts. Ich sehe keine Beeren hier. Wo wachsen Beeren hier? Echt keine Beeren hier? Gibt's doch gar nicht. Ne. Doch, hier. Ah, hier. Doch. Wir markieren doch die ganze Zeit. Doch, hier gibt es doch Beeren. Okay. David macht gerade die Babybetreuung und Kitschwien sammelt Äste. Aha. Lassen wir das erstmal weiterlaufen, oder? Ja, wir müssen auf jeden Fall die Aalfallen priorisieren wir mal, oder? Also auf ganz nach oben, dass die mal ganz schnell gebaut werden hier. Na, was brauchen wir denn für den Bau überhaupt? Stroh und Äste, okay. So, David, gib alles hier. Genau, bau uns die Aalfallen. Was ist das hier? Zerlegungstutorial? Was ist das hier? Ah, hier können wir sagen... Ja, wollen wir aber nicht. Ah, wir können auch Sachen kaputt machen, wahrscheinlich. Will ich aber jetzt nicht. Ideen-Tutorial, genau, wissen wir, ne? Hier können wir herausfinden, wie wir was freigeschaltet bekommen. Also hier, wenn man sich diesen Baum hier anguckt. Verdammt. Wow. Das hat sich auf jeden Fall vergrößert hier zum letzten Mal. Planungs-Tutorial, genau, das ist interessant. Da muss ich nochmal genau nachschauen. So, jetzt haben wir so eine Aalfalle gemacht. Eine weitere Methode, Ressourcen zu regeln, ist das Festlegen täglicher Aufgaben. Automatische Versorgung könnte in diesem Fall zu viele Aale fangen, okay. Was zur Überfischung kleinerer Seen führen könnte. Genau, wir sollen ein tägliches Fanglimit festlegen. Machen wir auch. Klick erneut auf rohe Aale, um 2 Aalfänge anzufordern. Ah, okay. Also 10. Okay. Und dann können wir sagen, bis morgen warten. Und dann können wir sagen, Herstellungswarteschlange wiederholen. Also das hier quasi wiederholen wir bis morgen. Und dann können wir die Priorität auf 10 setzen und sind damit durch. Was jetzt? Erhöhe die Jagdpriorität. Ah, das ist so eine Sache hier, ne? Oder wer geht gerne jagen hier? Nee, machen wir mal bei den Kerlen, ne? Genau. Das soll nämlich zuerst passieren, ne? Jagen ist ganz wichtig, dass wir immer was zu beißen haben. So. Was ist das hier? Ein Kochfeuer. Ein Kochfeuer. Okay. Ah, mit den Feuern müssen wir mal ein bisschen aufpassen, ne? Kochfeuer. Weil, ne? Feuer brennt und so. Das ist so eine gute Idee, dass wir das hier bauen. Ich denke mal hier, ne? Hier ist in Ordnung, in so eine kleine Nische oder so. Obwohl da oben wächst nichts. Hier wäre es wahrscheinlich am besten. Hier kann nicht so viel brennen. Weil das Feuer macht natürlich auch Funken, ne? Sieht man in diesem roten Kreis. So, was brauchen wir denn für dieses Kochfeuer? Steine, Äste und Zeit. Okay. Ich weiß gar nicht, was sollen wir denn mit diesen komischen Böcken hier machen? Schlachten können wir die Viecher. Normalerweise bräuchten wir so einen Rasierer, ne? Müssten die noch einmal nackig machen. Können wir uns einen Pullover rausmachen. Genau, Aale hier. Ah, man sieht hier auch diesen Fortschritt auch hier. Sehr cool. Was ist denn jetzt mal mit diesen Astablagen? Nicht viel, ne? So, das Ding stellen wir genauso ein wie die anderen.
Was macht denn Mutti? Mutti. Jagd? Sie geht auf die Jagd, okay. Sie geht die Jage. Ja, jagen. Mein Gott. Aber ja, ein Sprachfehler heute hier. So, auch auf 10. Ich denke mal, mit 3 kommen wir ganz gut hin, ne? Was ist das hier? Benötigt Steine? Ist ja kein Problem. Hier können wir doch Steine sammeln. Hier sind doch reichlich. Ah, genau. Hier ist was zu beißen. Das ist ganz wichtig. Ach, das können wir hier nicht anklicken, oder wie? Doch, Beeren sammeln. Beeren sammeln. Jetzt sehe ich auch endlich mal diese Beeren hier. Bei uns im Lager, da wächst nichts. Ist schlecht. Doch, hier oben. Ja, ich finde schon wichtig, dass wir diese Kochfeuer hier in Gang halten. Was heißt das? Achso, das Feuer in Gang halten, das Konstanz. Das Feuer brennt wahrscheinlich, ne? Anmerkung, Kamine haben einen kleinen Heizradius, der immer warm ist, okay. Mehrere Kamine sind nötig, um größere Räume. Oh Leute, wann fangen wir denn mal endlich an, hier unser Häuschen zu bauen? Mal ganz ehrlich. Ich mache mir hier schon Gedanken hier. Was ist das denn hier unten? Autoernter. Achso, hier können wir automatische Sachen an- und ausschalten. Auto wässern. Ja, ja. Fertigkeitsindex. Hier können wir das noch mehr ändern, okay. Das ist unser Stammbaum, der ist noch ganz, ja, überschaubar, ne? Bau, genau. Wände und Zäune. Wir haben jetzt nur einen Zaun. Ne, Dächer, da können wir immer noch nichts machen. Was müssen wir denn noch machen hier? Teppich und so weiter können wir machen. Strohwand. Wir müssen immer noch mehr Stroh. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Stroh. Pflanze ernten. Ja, macht mal hier. Schön einmal dran herschneiden hier. Kriegen wir auf jeden Fall sehr viel Stroh. Ich finde, wenn man das Schilf halt, ne, ist es halt viel besser, ne? Wenn man das Schilf erntet, bekommen wir direkt Stroh raus. Müssen wir das nicht durch die Dreschmaschine hauen. Blockaden, total. Was ist das denn? Ach stimmt, wir können, es darf nichts Brennbares zum Beispiel um das Feuer gelagert werden. Das können wir auch noch durch diese Lagerblockade festlegen. Ich denke mal, das reicht, oder? Ja, hier am besten auch nichts. Und hier auch nicht. So. Safety first und so, ne? Wir können Rezepte... Achso. Gekochten Aal. Aha. Kaum weniger eklig als roh. Warum kochen wir den? Naja. Auf jeden Fall brauchen wir 5 Aal und 5 Äste. Ergibt es in 30 Arbeitszeit Aal. Okay. Ja, wir können ja auch sagen... Achso, wir können automatischen Vorrat. Ne? Genau, automatischen Vorrat, das macht ja Sinn. 20, ja. Genau, genau. Der Koch wird nun versuchen, einen Vorrat von 20 Aalen beizuhalten, alles klar. Dann passt das schon mit unseren 3 Fallen, glaube ich. Haben wir die schon eingestellt? Ja, haben wir alle, ne? Die hier? Warum funktioniert die nicht? Weiß man nicht, ne? Oh, die Schafe gehen sogar trinken hier. Verstehe nicht. Was ist denn an dieses Ding hier? Haben die schlecht platziert oder so? Oder ist die noch nicht aktiviert? Jetzt haben die beiden noch keine Zeit, ne? Wo gehen die denn hin? Ah, hier geht's. Sie geht hier Beeren pflücken und. Wo ist der David denn? So, er geht Finger waschen. Okay.
Leute, wir brauchen mehr Stroh, ey. Das geht ja gar nicht. Ah, David geht jetzt erst diese Fall aktivieren quasi, ne? Ah, ich wollte schon sagen. So, David geht jetzt... Was macht er jetzt? Jetzt können wir doch sehen, was er macht, oder? Hm. Er ist gelangweilt, okay. David macht jetzt Feuer. Das will ich... Oh, David hat Feuer gemacht. Wo hat er denn den Aal denn jetzt her? Achso, der hat schon Aale da rausgeholt. Jo, tatsächlich. Es gibt schon Aal. Es gibt endlich was zu beißen bei uns. Ja, da hat man die Funken gesehen, ne? So, wo hat er jetzt... was ist das denn hier? Ein Köttel. Alter Falter. Die Viecher scheißen überall hier hin. Hier liegen überall Köttel rum. Nee. Tja. Also David macht jetzt auf jeden Fall erstmal Suppe kochen und Catherine auch. Okay, sammeln, ja. Freigeschaltet. Beerenbusch. Pflanzen. Bäume? Beerenbusch. Achso, wir können Beerenbüsche pflanzen. Okay. Will ich sehen. Jo, tatsächlich. Wir platzieren einfach mal drei. Was haben wir hier denn? Lagerzone. Feuerblocker. Was? Verhindert, dass an dieser Stelle flammbare Gegenstände abgelegt werden. Genau das wollte ich doch machen. Achso, eine Lagerblockade ist einfach, stell diese dort auf, wo nichts gelagert oder fallen gelassen werden soll. Ah, okay. Und wir können nochmal sagen, dass die jetzt hier zum Beispiel nichts lagern, was brennbar ist. Okay. Materialienlagerzone. Jetzt habe ich schon wieder weggeklickt. Materialienlagerzone, genau. Baumaterialien, ne, lagern. Weiß ich nicht. Machen wir auch mal so ein kleines Fleckchen hier hin. So, Ideen. Strohläufer haben wir. Das haben wir, das haben wir. Oder müssen wir das anklicken? Aha. Lagerung. Ein Fleischregal. Ein Platz, um Fleisch zu lagern. Sprich Aale, oder wie? Also irgendwie gefällt mir das hier alles gar nicht wirklich. Ja, ich weiß, aber wir machen einfach mal ein Fleischregal hier vorne hin. Wir brauchen unbedingt ein Haus. Das ist ja wichtig, ne? Das Fleischregal, das priorisieren wir mal. Ich will unbedingt, dass die Aale da reinkommen. Wo auch immer der die Aale lässt. Ach, da. Er schmeißt sie einfach mitten auf die Wiese. Auch cool, oder? Er geht Äste sammeln. Ja, kochen ist nun mal wichtig, ne? Aber ich finde irgendwie, wir sollten Catherine die Priorität ein bisschen ändern, ne? Handwerk. Ja, sammeln ist bei ihr ganz oben. Wo ist denn Bauen? Was ist denn Handwerk? Jagd? Was ist das hier? Bauen, da, ja. Finde ich ein bisschen wichtig. Wir setzen das mal. Die soll zuerst Sachen bauen, ja? Sprich hier mal dieses Fleischregal hier. Tja, jetzt macht's sowieso David, ne? Ah, genau. Roher Aal und gekochter Aal kann hier gelagert werden. Okay. Was wir sagen müssen, ist auf jeden Fall hier in unserem Materiallager, ne? Weil wir extra Astablager, wir haben extra für Äste ein Lager gebaut. Dann soll in unserer normalen Materiallagerzone keine Äste gelagert werden, ne? Von mir aus können hier Steine rein oder so. Jetzt haben wir hier über Köttel, was ist da? Achso, der lacht das Schaf. Thank you.
Ernte. Ah, endlich. David fängt an zu ernten. Bisschen Hafer und so, ne? Ah, nächstes Ziel ist auf jeden Fall... Was haben wir denn jetzt freigeschaltet hier? Ah, hier nichts, okay. Diese Flechtwand, da müssen wir immer noch Äste sammeln, okay. Was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Verstehe ich nicht. Gar nichts. Ja, auf jeden Fall hier, ne? Strohwand und Strohdach. Die beiden Sachen sind wichtig. Obwohl, wenn wir so ein Strohhaus bauen, ne? Da müssen wir echt aufpassen. Ne? Da darf keiner Feuer machen. Wir haben doch irgendwas freigeschaltet. Wichtige Freischaltung, Freischaltung neu. Was haben wir denn jetzt hier freigeschaltet? Ach, eine Steinhacke. Eine Steinhacke. Aha. Zum Löcher graben und Lehm sammeln. Genau, dann lass uns doch eine davon bauen. Danach von mir aus nochmal eine Steinsichel und nochmal eine Hacke. Dann haben wir erstmal genug Werkzeug. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Können die mehrere Werkzeuge gleichzeitig tragen oder müssen die halt immer wechseln? Ich denke mal, die müssen immer wechseln, ne? Ja, gehen nochmal ein bisschen Finger waschen. Ja, Beeren haben wir jetzt auf jeden Fall genug, ne? Aber die haben natürlich auch eine Haltbarkeit, ne? Die halten auch nicht ewig, ne? Trocken halten, okay. Eine Qualität? Ah, die Qualität geht langsam runter, ne? Also die verderben natürlich auch mit der Zeit, ne? Es hält nichts ewig hier. Gut. Ah, die Schafe, die schreien auch nach Bett, ne? Wir müssen auch noch so einen Schafstall bauen, oder wie? Oh, Tag 3. Ja, sehr, sehr cool. Was macht David denn zuerst? Normalerweise sollte er ja... Wenn wir das Ganze so richtig eingestellt haben... er sollte auf jeden Fall die Jagdgeschichte zuerst machen, ne? Jetzt geht er irgendwelche Äste holen. Haha, das macht er auch, okay. Aber die hat er noch nicht gemacht. Strohtür haben wir freigeschaltet und so weiter. Freigeschaltet Lehm sammeln, weil wir haben eine Steinhacke. Jetzt haben wir auch noch ein Werkzeug. Wobei ja, wir brauchen glaube ich immer so einen Werkzeugschrank oder so, ne? Zwirn. Ein Zwirn. Was ist das denn hier?
brauchen mehr Toiletten. Oh, ein Plumpsklo. Ich weigere mich, dies zu erklären. Ja, Plumpsklo ist Plumpsklo. Weiß es nicht. Guck mal, hier hinter diesem Berg. Können wir das hier nicht hinbauen? Warum nicht? Ach so, wir müssen auch ein Loch buddeln dafür wahrscheinlich, ne? Ja, wir machen das einfach hinter dem Berg, ne? So ein Plumpsklo. Da will ja keiner gestört werden. Das lassen wir auch mal schnell bauen. Scheint wichtig zu sein, ne? So, was zu beißen haben wir? Hier wird immer noch nichts eingelagert. Aber das Problem ist ja auch Transport. Aha. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch hier irgendwie den Transport. Der ist auch ganz weit unten, ne? Ja, ist schwierig, ne? Ah, die Qualität geht natürlich hart nach unten, ne? Wir haben zu viel, wir haben einfach zu viel zu tun, glaube ich. Gerade. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass Catherine ja auch noch ein Kind hat, ne? Oder wir haben ja auch noch ein Kind, worum wir uns kümmern müssen, ne? Da geht auch noch viel Zeit bei Flöten. Würde ich gerne... Ah, plumpslos, fertig, okay. Kapazität 0%. David macht gerade sein Geschäft. Aber immer noch Kapazität 0, okay. Stinkt aber auf jeden Fall, so sieht's dann auch aus. Das nervt mich, ne? Catherine muss irgendwie Transport irgendwie, okay, Handwerk, ja, bauen. Transport, wir müssen das irgendwie anders regeln. Ich will gerne, dass die Sachen, die wir auch ernten oder irgendwo wegholen. Jetzt macht sie das hier. Holen wir Transport. Haben wir das irgendwie nach oben gesetzt? Nö. Gekochter Aal. Priorität nach oben. Ich will, dass der ganz schnell reinkommt hier. In unserem Fleischregal. So. Gepflügte Erde haben wir. Wir können jetzt Erde pflügen, okay. Ein Trampelpfad. Oh, wir können so Wege anlegen, okay. Lehm sammeln können wir jetzt. Ja. Strohtür. Strohwand, Strohdach. Ah, okay. Ja. Aber ich weiß nicht, ob eine Flechtwand ein bisschen besser ist. Obwohl eine Flechtwand, da brauchen wir wahrscheinlich wieder... Ist genauso blöd, ne? Da flechten wir ja quasi nur mit Holz, ne? Am liebsten würde ich eine gemauerte Hütte bauen. Ich habe so ein bisschen Schiss, hier, dass sie uns die Bude hier abfackeln. So, Lagerzone, was haben wir da frei? Müllkippe. Hier kommt Verdorbenes hin, wenn es ganz verrottet ist. Was? Achso, wenn es ganz verrottet, lässt es fruchtbaren Boden zurück. Eine Müllkippe, okay. Die machen wir auch ein bisschen außerhalb, glaube ich. Hier kommt eine Müllkippe hin. So. Was ist das denn, die alte Oma? Mensch, okay, wir können die alte Oma hier auch entsorgen, okay. Rohaal. Also alles, was stinkt und so und eklig ist, hauen wir dahin. So, Catherine. Ah, sie nimmt endlich diesen blöden Aal und packt endlich ins Fleischregal. Ja, schön. So, die kümmern sich jetzt erstmal um den ganzen Transport. Dann bin ich schon mal zufrieden. Aufgaben, was können wir machen? Lehm sammeln, okay. Pflanzen, was können wir da machen? Getreide, Schilf. Ah, wir können Schilf. Ja, das ist doch cool. Dann lass uns doch mal lieber hier ein bisschen Schilf hier anpflanzen, weil für Stroh geht natürlich fixer, ne? Wenn wir das mit Schilf machen. Okay, so. Wer auch immer das macht, ist mir egal. Irgendeiner macht das schon. Was ist das denn? Gepflügte Erde. Das erklärt sich ja selber, ne? Bau. So.
Wir wollen Fenstertüren, Strohtür. Aber wir können doch gar keine Fenster bauen, okay. Trampelfahrt, Strohwand, mhm. Ja, Leute, ist egal, wir bauen unsere erste Hütte, ist einfach eine kleine Strohhütte. Wie groß machen wir die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ist das nicht zu viel? Ich weiß nicht. Also einer bereit, 2, 3, 4, 5. Und dann gehen wir nach oben. So ein bisschen in länglicher Form. Das können wir immer noch hinterher ausbauen. So, hier muss auch noch irgendwo eine Tür rein. Strohtür. Da. So, das lassen wir erstmal bauen, oder? Was brauchen wir denn für so eine Wand? Zeit, Lust und Stroh. Okay. Wie viel Stroh haben wir denn? Ja, reichlich. Was brauchen wir für die Tür? Ein bisschen Holz wahrscheinlich, ne? Ja, Äste und so. Aber Äste haben wir auch gar nicht wieder. Das ist doch... Eine Steinaxt. Ah. Zwirn. Zu Schnur gedrehtes Gras. Ja, für was auch immer wir Zwirn brauchen. Für irgendwas werden wir es schon brauchen. Gut, lassen wir die Steinaxt bauen. Ziemlich schnell. Da können wir nämlich Holz hacken. Da werden wir wahrscheinlich auch noch einiges mit freischalten. Ja, Trampelfahrt haben wir frei. Strohdach, genau, das bauen wir gleich drauf. Äste sammeln wollte ich noch, ne? Können wir hier gar nicht. Da, hier. Boah, ich hoffe, dass wir das überleben hier. Wir haben eine Außentemperatur oben links, sehen wir das? 25,8, okay. Wir haben auf jeden Fall noch Sommer, steht da oben links zumindest. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele Tage eine Jahreszeit hat. Ich meine, das Gute ist, nach dem Sommer kommt der Herbst, ne? Der ist dann nicht, auch nicht so schlimm. Aber wenn der Winter da ist, bis dahin müssen wir auf jeden Fall unsere Hütte und da drinnen in der Hütte muss auch noch irgendwie eine Heizung rein oder so. Obwohl das auch wieder eine schlechte Idee ist, ne? Ein Feuer da reinzusetzen, eine Strohhütte. Ah, Mann. Ich hoffe, dass die Strohhütte einfach reicht für den ersten Winter. Ja, ich denke, dass Katrin irgendwann mal nicht mehr so viel laufen muss. Was ist das denn für ein Loch hier? Ein Kaninchenbau, okay. Da sind sie ja. Haben wir schon die Axt fertig? Nö. Das ist echt mühsam, ne? Wir müssen echt lang warten. Das mit Stroh hier. Nee, hier ist... Na. So, das können wir wegklicken, ne? Okay. Gut, ich denke mal, dass wir hier für YouTube die Aufnahme erstmal stoppen. Schon wieder Abend, ne? Genau, das passt eigentlich ganz gut.